und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder ganz besondere Gäste hier zu meinem Format Gerüchte roasten. Am besten stellen sich die Gäste einmal selber vor. Wir sind Oh, sorry. Eigentlich sollte sie anfangen, ich habe sie gezeigt. Hi, also das ist Nessie und ich bin Mia. Und wir sind verlobt. Ich bin übrigens nicht verlobt, aber nice. Ich bin sehr aufgeregt, ehrlich gesagt. Machen jetzt eine Runde Gerüchte roasten. Ich weiß nicht, ich habe euch das ja eben schon privat erklärt. Ja. Ich erkläre es mal ganz kurz für die Zuschauer. Also, es läuft jetzt gleich folgendermaßen. Wir haben eurer Community ja quasi Aufgabe gegeben, ganz viele Gerüchte über euch in eure Story zu posten. Mhm. Und ich werde diese Gerüchte gleich vorlesen. Immer abwechselnd, mal an dich, adressiert mal an dich. Ja. Und ihr müsst versuchen, dieses Gerücht, wenn es denn tatsächlich nicht stimmt, so schnell wie möglich zu entkräften. Okay, schaffen wir. Wenn ihr anfängt rumzustottern, wenn ihr irgendwie so einfach nur sagt, so, nee, stimmt nicht, dann gehen wir alle mal davon aus, dass es doch stimmt. Oh nein, wie peinlich. Und das sind sehr berühmte TikTokerinnen. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich verlinke sie unten. Auf Instagram sind sie unterwegs. Verlinke ich euch mal unten. Und auf YouTube macht ihr auch was. Ja, wir sind auch auf YouTube aktiv. Kann ich hier reingucken? Ja. Okay. Aber es ist so lustig eigentlich. Denkt dran, also ihr müsst vernünftige Argumente bringen, ne? Es geht eigentlich auch zu sagen, nee, ist nicht so. Okay, Schatz, du fängst an, ja? Nee, du fängst an. Das war's hier gleich auch mal nach dem Video der Verlobung. Ein Gerücht, was ich wirklich sehr oft über euch gehört habe, was ich ziemlich krass finde, aber angeblich seid ihr Cousinen. Nein, das stimmt nicht, denn wir sind ja verlobt. Das ergibt keinen Sinn, oder? In vielen Ländern ist das auch. Nee, Leute, wir sind wirklich nicht Cousinen, wir sind wirklich nur zusammen. Das ist durch, was ich rede, oder? Okay, also wir haben es schon mal, sie sind Cousinen. Optisch kann ich das auf jeden Fall ein bisschen bewerten, würde ich sagen, sie sehen jetzt nicht unbedingt aus, als wäre die halt. Nee, wir sind auf keinen Fall verwandt, oder? Also, ich sehe halt viel besser aus. Hast du nicht gesagt. Hat sie gesagt. Darf ich euch mal was fragen? Also nur, um das für die Leute zu erklären, die vielleicht ein bisschen jünger sind. Die beiden sind verlobt, also seid ihr beide zusammen. Mhm, richtig. Und wir lieben uns. Genau. Habt ihr schon mal so babymäßig was nach außen kommuniziert oder mal gesprochen? Ja. Okay. Habt ihr schon mal gemacht. Das heißt, es ist jetzt nicht schlimm. Gerüchten zufolge willst du überhaupt kein Baby. Brauche ja nicht mal ein Baby zu wollen, weil ich habe ja schon eine Freundin, die das für mich erledigt. Oha. Die ein Baby ist, oder? Die dieses Baby kriegt. Ah, aber du musst es ja auch wollen, oder? Ja, ich will es ja, aber ich will es nicht kriegen. Aber du willst eins, oder? Aber du kriegst es. Oh, ich bin richtig sad jetzt. Oh, scheiße. Das ist auch nicht, was ich sagen soll. Die Paare machen mir, scheiße. Macht aber sehr viel Spaß tatsächlich gerade. Das hier passt ganz gut. Es gibt einige Gerüchte, das haben jetzt viele gesagt, jetzt noch meine Nachbarin, die hat mir darüber erzählt. Und zwar, Vanessa, angeblich bist du schwanger. Könnte sein. Nein, Leute, ich bin nicht schwanger. Also das war. Ich dachte schon. Voll von der Mitte jetzt schon mal. Vielen Dank, ja. Also ich bin nicht schwanger. Wir hatten nur so ein Fake-Baby-Bauch letzte Woche und haben es für ein YouTube-Video gedreht. Aber ich wäre richtig gerne schwanger. Ich bin nicht bereit. Aber ich wäre gerne schwanger. Weil sie will nicht, deswegen. Das ist schon das war interessieren, so, wenn das bei dir das sich macht, wie läuft das dann ab? Wir brauchen so einen Spender, also künstliche Befruchtung würden wir dann nehmen und dann also quasi einen Spender. Also wenn du dich bewerben möchtest, sag Bescheid. Wenn es ein YouTuber wäre, den ihr auswählen müsstet, welcher wäre das dann? Ach, oh Gott. Also außer mir natürlich. Du wärst natürlich unsere erste Wahl, dann ist ja klar. Logisch. Oh Gott, Schatz, sag mal jemand. Ich überlege auch, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Montana Black? Nee. Ich lasse mir doch was für den Titel. Der ist so Gangster. Vanessa schwanger von Montana Black. Ich brauch was für den Titel. Scheiße. Was gibt's für YouTuber? Kannst du mal kurz deinen Namen sagen? Inscope? Finde ich okay. Da? Ja. Chromcrafter? Luca? Ja, der ist so süß. Mhm. Ich möchte Luca. Perfekt. Das ist ein Gerücht, vielleicht werdet ihr damals nicht so häufiger konfrontiert, deswegen bin ich gespannt, was ihr da jetzt gegen argumentieren könnt. Ja, den Gerüchten zufolge seid ihr nur zusammen, weil das Ganze sehr erfolgreich und gut vermarktbar ist. Kann ja gar nicht sein, weil wir waren ja auch schon vorher. Ja, das stimmt allerdings. Aha. Ja, wir sind nicht nur wegen der Klicks zusammen, wir sind wirklich zusammen. Wie lange wart ihr schon voll zusammen? 1,5 Jahre, weil wir uns nicht getraut haben, irgendwas zu machen. Hätte halt oder so, war es gar nicht so kurz. Wie habt ihr dann angefangen? Naja, wir hatten irgendwann, also irgendwann die Berührungsängste und irgendwann haben wir dann gesagt, jo, wir müssen jetzt endlich mal zeigen so, weil ich kann nicht immer in meinem Leben Verstecken spielen. Und dann haben wir das irgendwann gemacht und haben irgendwann ein Bild hochgeladen und dann war es halt öffentlich. Ja. Ja, und war halt cool für uns. So. Ist ja auch Fakt, also es hat ja auch eigentlich nichts mit irgendwie Frau-Frau-Beziehung zu tun, aber es ist ja generell, ach, Beziehungen funktionieren sehr gut. Ja. Weil es aus eigener Erfahrung macht sehr viel Spaß, das zu vermarkten dann auch. Damit reich zu werden. Okay, es gibt Gerüchte, die besagen, dass ihr euch sehr, sehr, sehr oft streitet. Ey, das stimmt aber wirklich, ne? Ja, ist so. Das weil Problem nee, an der Sache ist, dass du einfach so ein unordentlicher Mensch bist. Ja, aber warum meckerst du mich immer an, wenn meine Sache rumliegt? Mal. Ja, immer. Jeden Tag mindestens einmal. Ja, du lässt dir auch mindestens jeden Tag 10-mal irgendwas liegen. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt. Nee, das stimmt. Das ist aber schön, dass sie sagt, dass das Gerücht stimmt so und mir danach direkt auch noch ein Beispiel geben. Das ist super. Vielen Dank. So, wir fangen jetzt zwischendurch auch an, einfach eigene Sachen reinzudroppen, die Sachen einfallen.
Okay, Ina, den Gerüchten zufolge, hast du schon mal heimlich eine andere getroffen, ohne dass Vanessa davon wusste? Das geht ja gar nicht. Wo soll ich ihn kennenlernen? Wir teilen unsere Handys, alles. Hast du es gemacht? Ja, was ist denn los? Ja, woher kommen denn sonst die Gerüchte? Ja. Ist das woher kommt es sonst? Das ist die Frau, mit der du dich getroffen hast. So, oder so. Stimmt, ja. Ja, 2003. Das ist es. Im Jahr 2003 geboren. Krass. Finde ich heftig. Ja. Du wirst hier langsam einfach zu alt. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das Problem ist, du bist einfach wirklich zu alt. Welche von euch wäre eher so eine Sugar Mami? Du oder du? Ja, definitiv. Ja. Nice. Also Anfragen gehen an Ina raus. Also den Gerüchten zufolge habt ihr ab und mal viel Sex. Oh, das ist ja voll unangenehm, jetzt zu beantworten. Dein Part. Nee. Halt so normal, ich weiß nicht. So normal. Drei, vier Mal die Woche oder drei? Ich muss gar nicht die Zahl nennen. Also. Ach so. Das war gar nicht die Frage. Nein, nein. Eigentlich sollte es entkräften, aber sag einfach eine Zahl. Ich bin natürlich auch. Ja, ist normal. Wir haben nicht so viel. Der kommt nicht mehr raus. Okay. Ihr scheint schon mal ein Video mit Handschellen gedreht zu haben. Ina, den Gerüchten zufolge waren diese Handschellen nicht nur fürs Video. Ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Ey, nee, ohne Mist. Die waren wirklich nur fürs Video. Das tat so krass weh. Das war hier alles rund. Ja. Nur fürs Video. Das machen wir schon mal. Magst du das denn mit Handschellen? Also einmal? Also sagen wir so, ich selber war jetzt noch nie irgendwie ans Bett gekettet. Aber andersrum ist natürlich eine andere Sache. Oh, den Gerüchten zufolge. Bist du lesbisch? Nein, ehrlich? Ja, das sagt jemand. Ey, ne, krass. Ah, das finde ich auch krass. Das ist ein Fall, das jetzt rausgekommen ist. Da, glaube ich, fangen jetzt viele Argumente gegen ein. Ja, auf jeden Fall. Versuch das mal zu entkräften, den Gerücht zufolge, hast du eigentlich einen männlichen Freund? Einen männlichen Freund? Ja. Oh, das dauert aber sehr lange. Nee, ja. Warte mal, ich muss das überlegen. Das muss ja cool sein. Wo kannst du mal was dazu sagen? Kannst du mal zeigen? Stimmt es wahrscheinlich. Soll ich es zeigen oder? Ach so! Okay, das wusste ich mal. Ich dachte, okay, das ist eigentlich da jemand anders gemeint. Also, dass du nee, eigentlich. Ich glaube nicht. Ich glaube so, oder? Dass ich halt. Ich dachte auch so. Ach, dass du ein Mann bist? Ja, ich glaube auch. Ne? Aber stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Willst du es zeigen? Willst du es wirklich zeigen? Willst du es sehen? Ich weiß nicht. Willst du es kurz einblenden? Zeig mal kurz, Jaro. Mach mal. Okay Leute, ich hab's gerade gesehen, wir mussten es karten und ja, es stimmt, tatsächlich. Ja, heftig. Ist sehr groß. Fand ich schon den Track, das ist nicht klar. Kannst du mithalten? Nee. Den Gerüchten zufolge soll es von dir Nudes im Internet geben. Hammer, zeig mal her. Ich will die auch sehen. Den Gerüchten zufolge, stimmt es oder stimmt es nicht? Nein. Keine Nudes? Nein, aber du hast auch keine da oben. Achso, hast noch nie welche gemacht. Aber ihr sendet euch keine zu? Du hast mir aber schon mal was zugesendet. Zählt aber auch mit Unterwäsche? Nee, ne? Ist ja dann nicht ganz, ne? Das ist kein richtiges Mittel. Ja, dann nicht. Ich glaube, gibt's einfach nicht. Ich krieg keine Bilder von ihr. Habt ihr euch schon mal nackt gesehen? Nee. Nee, ne? Also ein bisschen zu viel vielleicht. Ja, ich finde es auch zu viel für den Anfang. Noch seid ihr auch nicht verheiratet, deswegen. Ja, deswegen. Ja. Wir warten da schon ab. Finde ich gut. Den Gerüchten zufolge hattest du eine Nasen-OP. Ja. Also, würde die nicht so aussehen? Wieso? Sieht so gut aus. Nee. Findest du nicht? Nee, aber ich würde mir lieber was aus meiner Nase machen lassen. Gut, das ist richtig anstrengend. Seid glücklich mit euren Körpern. Man muss es dazu sagen. Ah, viele beschäftigen dieses Schwangerschaftsthema auch. Das ist spannend. Ja, das ist voll krass, ne? Habt ihr da viel schon drüber geredet? Ja, naja, wir haben Schwangerschaftsthema. Die wollen halt alles, die schwanger werden. 100.000 Likes, wenn ihr schwanger. Wenn ihr mal Vater werden sollt, wenn ihr uns den Vater werden sollt. Wir machen dann die Abstimmung. Ich schwöre. Okay, pass auf, ich mache eine, die ist jetzt ziemlich hardcore. Gerüchten zufolge habt ihr Sex mit einem Penisgürtel. Lasst ihr noch weiter, finde euch übrigens sehr sympathisch. Oh, danke! Vielen Dank an die Rebecca für diese. Willst du das erzählen oder nicht? Erzähl ruhig, das ist. Erzähl die Wahrheit. Also die Sache ist, wir haben den ja zu Hause gelassen. Aber echt? Lag der nicht lag vom Bett eben rum und ist da vorbeigekommen? Scheiße, jetzt ist es raus. Ja, manchmal. Dieses große Umschneiding. Ja. Diese Elefantenförmige. Genau, ja. 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 Das war unserer. Aus Elfenbein übrigens. Mhm. Das ist ganz schön. Mächtig. Gerade ganz kurz am Ende des Videos dürft ihr entscheiden, wenn ihr einen Daumen umgepresst, dass ich der Vater von deren Kind werden soll. Und wenn ihr einen Kommentar schreibt, dann wird es Concrafter. Oh, ihr dürft da jetzt aktiv selber mitgestalten. Ich bin sehr gespannt am Ende, wer Vater wird. Oh mein Gott, ich bin richtig aufgeregt. Ja, und es wird natürlich auch 100% umgesetzt, das ist klar. Gegen Vater. Oh mein Gott! Ja, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Checkt auf jeden Fall deren Kanäle aus. Bestimmt produzieren wir noch viele lustige TikToks hier zusammen. Das ist von uns. Euch einen wunderschönen Tag. Haben euch lieb. Und bis dann. Ciao, ciao.